Mein Gott, Walter, Teil 2. Willkommen zurück im zweiten Teil mit dem KLV Walter Zug nach Lübeck, Skandinavien Kai. Nach einer kurzen Kaffeepause geht es nun von Uelzen nach Hamburg. Deine Lok ist wieder fertig aufgerüstet, lediglich die AFB ist abgeschaltet, die Aerialität wegen, kann aber bei Bedarf mit Shift A aktiviert werden. Zugdaten: Gesamtzuglänge 529 Meter, Gesamtzuggewicht 1437 Tonnen, Oberstromlimit 600 kN. Weiß ich nicht, was jetzt damit meinen, weil 600 kN, ich schätze mal, dass das Oberstromlimit hier wahrscheinlich die 600 Ampere ausmachen wird, die hier im Display der Lok ja stehen. Die PCB-Zugart ist M, die ist schon voreingestellt, die Bremsstellung ist P, ist auch schon voreingestellt. Wir dürfen maximal mit 100 Stundenkilometern durchs Gelände pflügen und auch hier Finger weg von der Tab-Taste, um Signalfreigaben bei HP0 anzufordern. So, nun viel Spaß und eine gute Fahrt. Copyright vom lieben Amisia. Schließen Sie das Fenster, um das Szenario zu beginnen. Und damit Servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt hier im Train Simulator 2019. Diesmal in der 32-Bit-Variante, da wir hier ja in Hamburg-Hannover Deluxe unterwegs sind und es ja dann noch Probleme mit der 64-Bit-Variante gibt. Deswegen, und das darf ich hoffentlich nicht vergessen, werde ich hier beim Szenario oder beim Aufnehmen bei bestimmten Situationen immer zwischenspeichern, sollten wir hier wirklich mal einen Dump bekommen, dass wir dann vom letzten Speicherstand wegfahren müssen und nicht wieder von vorne zu beginnen. Ich schließe jetzt hier mal das Fenster, damit das Szenario startet. Werde mir jetzt hier trotzdem der Realität AFB. Wegen einmal die AFB einschalten. AFB. Den AFB-Sollsteller gleich mal auf die 40 Stundenkilometer mal einstellen. Der Rest ist ja schon aufgerüstet. Wir können uns hier das MFD noch auf den Nachtbetrieb umschalten. Ich finde das immer ein bisschen besser vom Kontrast her. Dann warten wir mal, bis wir hier Ausfahrt bekommen. Unseren Zug kennen wir ja schon. Unsere Walter Auflieger, die wir hier transportieren auf diesen schönen SDGGMRS-Waggons. Und als Zugpferd sozusagen hier unser Minzbonbon, die 185615-2 von TX Logistik müsste das dann sein, zugelassen in Deutschland. Hergestellt ist das kleine Bauwerk hier von Bombardier. Wir stehen hier in Uelzen im Güterbahnhof und sollten hier den 100-Wasser-Bahnhof in der Nähe haben. Den haben wir hier. Könnt ihr euch mal durchlesen oder was? Gibt es einen schönen Wikipedia-Eintrag zu dem ganzen Bauwerk. Hier kommt ein Kollege gerade eingefahren. Dann der fährt ein schönes Zugpferd dran. Oh, etwas Seltenes, eine MEG, die Loknummer 605 mit Containern hinten dran. Und wenn wir hier mal den Durchgang bemühen auf dem anderen Bahnsteig, stand hier glaube ich ein Intercity mit einer 101er, jawohl. Aha, der darf auch schon los. Da sitzt der Kollege im Steuerwagen dann. Fahrgäste hier im Bordrestaurant, im Bordbistro, die erste Klasse Abteile hier. Und los geht's. Filmen wir mal so ein bisschen mit hier. Schätzen wir, dass einer der beiden Züge hier noch die Blockade ist, warum wir noch kein Ausfahrsignal haben. Das heißt, wir springen jetzt mal kurz in unseren Führerstand und schauen wir mal, was uns das Signal anzeigt, wenn die beiden hier vorbei sind. Und da hat es schon umgeschaltet. Das heißt, wir können die Bremse lösen und hier mal ein bisschen den Leistungshebel nach vorne legen.
den Zug einmal ein bisschen in die Länge ziehen, beziehungsweise strecken hier. Können wir mal kurz nach hinten schauen. Alles rollt mit. Der IC ist dann an uns schon vorbei. Der Kollege muss hier warten. Dann springen wir mal hier kurz in den Führerstand, dass wir es nicht übersehen, das Signal zu bestätigen hier. Da ist hier ein Halt erwartet. Das Vorsignal. Gut, kurz zu spät oder sowas. Ich hätte es aber gerade bestätigt. Aber ich wollte sagen, weil das Vorsignal steht ja auf Halt erwarten und das müssen wir mit PCB wachsam bestätigen. War der Magnet vor uns dran. Ah ja gut, ich glaube nicht, dass wir hier schon. Naja gut. Knapp wird es gewesen sein. Aber ein bisschen Zeit sollten wir normalerweise auch noch gehabt haben, müssen wir das Ganze bestätigen müssen, aber ist ja egal. Da macht es jetzt noch nichts aus bei dem kleinen Gerolle oder bei dem kleinen Geschwindigkeit. So, nachdem wir noch im Wechselblinken sind, würde ich sagen, wir lassen das Ganze jetzt mal auf die 40 Stundenkilometer maximal eingestellt. Zugkraft von 180 kN dürfte ja weit ausreichend sein. Blick nach draußen werfen auf unser Zugende. Schaut aber so aus, wenn alles hier schön mitlaufen würde. Einen 100 Wasserbahnhof von Uelzen. Schauen wir mal, hier liegt ja schon LZB-Kabel, wo wir in die LZB aufgenommen werden. Kommt der Kollege mit seiner 146er Trax und seinem Metronomzug im bekannten Design. Mit den Dostos-Wagen dran und da war das Piepsen für die Aufnahme in die LZB, BRB, die Bayerische Regionalbahn. Ist auch ein bisschen weit weg hier. Ja, die Kollegen haben mal ein paar Triebwagen ausleihen müssen. So, dann können wir die AFB zumindest hier schon mal auf die 60 hochstellen. Das Alarmsignal müsste heißen, dass wir hier unterwegs sind oder die Weichen gestellt sind Richtung Lübeck für uns. Lübeck oder Lüneburg? Das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht weiß auch jemand mal, was das für ein schönes Werk hier auf der Seite ist, was hier produziert wird oder worden ist. Das Einzige, was ich jetzt auf der Strecke so nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof von Uelzen weiß, ist, dass wir jetzt dann hier auf der rechten Seite das Betriebswerk von Metronom sehen werden oder sehen können. Kann man da noch mal kurz einen Blick aus dem Fenster werfen. Auf dem passenden Hauptgleis drüben sein. Hier sind die Kollegen beim Rangieren. Hat sich gerade nach einer heftigen Diskussion mit dem Fahrdienstleiter angeschaut per Funk. So, die angekündigten 140 in der LZB dürfen wir wahrscheinlich fahren, wenn wir hier mit unserem kompletten Zug den Weichenbereich passiert haben. Würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise die letzte Weiche im Fahrweg, wie es ja so schön heißt, glaube ich. Das sollte dann diese hier sein. Und schon dürfen wir hochbeschleunigen. Stellen wir also unseren Fahrsollsteller mal hoch auf die 100. Und wenn wir hier aus dem rechten Fenster blicken, sehen wir hier das Metronom-Betriebswerk.
sind einige Dusters abgestellt und auch ein paar Lokomotiven. Eine große Wartungshalle und Abstellbereich noch dafür. So, können wir hier mal gemütlich lostigern. Wenn uns auch die LZB schon wieder eine Geschwindigkeitsänderung auf 60 ankündigen würde in 8,7 Kilometern. Das ist auch ein mächtiges Fabriksgelände oder Werksgelände, so wie es aussieht. Mit jeder Menge Wohnblöcken mit dabei. Fleißiger Baggerfahrer hier unterwegs. Zugkraft hier auf 200 kN hoch. Dürfte ja schon ausreichend sein, dass wir dann zügig auf die 100 hoch beschleunigen. Höchstgeschwindigkeit so weit einmal erreicht. Und begeben uns Richtung Hamburg-Harburg. Kann man ja mal einen kleinen Blick nach draußen werfen, wenn wir eine schöne Vorbeifahrt erwischen. Wie unser kombinierter Lastenverkehr hier aussieht. Es sind ein paar Leerwagen enthalten, aber im großen Teil ist unser Zug doch gut gefüllt. Erwähnt, wir sind hier auf der Deluxe-Version von Hamburg-Hannover unterwegs. Ich hoffe, dass die Strecke vielleicht einmal von den Erbauern oder dass einmal die Fehler soweit gefunden und ausgemetzt werden, dass es alles sauber wieder funktioniert, auch in der 64-Bit-Variante. Im Moment, wenn ich das richtig im Rails im Forum gelesen habe, gibt es ja noch ein bisschen Problem mit den verlegten PZB-Magneten. Wenn man also die Varianten mit den 2000, 1500 Hertz verbaut und aktiviert, gibt es da scheinbar Probleme. Und deswegen lädt das Spiel da nicht mehr. Wie wir hier sehen, also wie gesagt, die 32-Bit-Variante. Den TS 2019 gibt es ja in 64 und in 32-Bit. Und mit der 32-Bit-Variante lässt sich das Spiel ja noch problemlos oder die Strecke problemlos fahren. Ist das Kollege von DB Cargo? SBB Cargo, so muss ich sagen. Das war die Schweizer Bundesbahn. Ich hoffe, dass die Kollegen das Ganze dann auch fixen einmal und das Ganze wieder sauber läuft. Schalten wir hier mal die Leistung ein bisschen zurück, da haben wir in knapp 2 Kilometern eine Geschwindigkeitsänderung auf 60 haben müssen oder haben. Und dann haben wir das
Ganze hier mit der E-Bremse ein bisschen runterbremsen und auch wieder etwas Strom in die Fahrleitungen zurückspeisen können. Nutzen hier so gut wie möglich die E-Bremse dafür. Schauen wir mal, über die 600 Meter so im nächsten Signal sollten ja noch ausreichen, dass wir die 60 erreichen. Wenn das Signalbild da vorne richtig ist, dann müsste uns die LCB jetzt eigentlich auch bald anzeigen, dass wir als nächstes ein Halt zeigendes oder dass sie uns auf ein Halt zeigendes Signal zu bewegen. Normalerweise kann man das Signal ja ignorieren, wenn man LCB geführt fährt, aber die werden ja in der Regel, soviel ich weiß, auch entsprechend trotzdem mitgeschaltet und mitgesteuert, dass die LCB, sollte die LCB eben einmal ausfallen, die Signalstellungen auch korrekt sind. Aber scheinbar müssen wir hier doch nicht anhalten. Können also die Bremse wieder ein bisschen lösen. Ist es doch passiert, hätte ich beinahe gesagt. Die LZB springt auf 0 um. Das heißt, davon sollte uns ein Halt zeigendes Signal erwarten. Der Kollege, der an uns vorbei will, wird aber auch nicht weit kommen, wenn ich mir so die Signale auf seiner Fahrtstrecke anschaue. Es könnte vielleicht der Metronom sein, der in Uelzen auch dann noch am Bahnhof gestanden ist, dass der jetzt wieder auf dem Rückweg ist, auch nach Hamburg. Das heißt, den haben wir dann die ganze Zeit auch wieder vor uns. Wenigstens immer was zu tun. Denn da wird uns die LZB ein paar Mal Geschwindigkeitsanzeigen oder Änderungen dann ankündigen, tippe ich mal. Da brauchst du ein ICE an uns vorbei oder hier durch Bad Bevensen durch. Und wir stehen in guten Abstand zum Signal, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was hier vorbeigebraust kommt. So, da sehen wir ja schon kommen den Metronom. Ich schätze mal, dass der jetzt hier im Bahnhof von Bad Bevensen Halt machen wird. Und dann auf der Strecke vorausfahren wird. Das wird aber auch noch nicht ganz so tolles Signalbild, würde ich sagen, oder? Wenn hier das Ding auf Langsamfahrt steht und der Zwerg hier auf
fährt und der Zug da vorne im Bahnhof drinnen. Außer. Ach ja, da kommt noch etwas. Hat der Metronom scheinbar auch eine Zugüberholung oder eine Überholung. Das heißt, der wird auch stehen bleiben müssen hier. Wenn die Weiche richtig steht oder wenn die Weiche so umgeschaltet ist, heißt es, dass der Fahrweg nach links weitergehen wird. Die ist auch umgeschaltet, jupp. Sehen wir allerdings noch nichts kommen, aber ich schätze mal, dass der hier auch warten muss. Ah ja, genau, weil das Signal im Gegengleis zeigt zumindest Langsamfahrt an. Ich schätze mal, dass das auch der Metronom hier eine Überholung hat, weil die Weiche hier liegt wieder so, dass der Fahrweg hier rüber gewechselt wird. Tippe mal drauf, dass wir jetzt dann hier gleich an Intercity oder an einen IC oder einen ICE vorbeibrausen sehen werden. Mhm. Einen Intercity, der hier eine Überholung macht, der also hier an dem Metronomzug vorbeifährt. Sehen wir schon, dass er hier ins andere Gleis rüber wechselt. Und wie wir es schon kurz gesehen haben, sollte der hier dann wieder nach rechts rüber wechseln. Dann wird der Metronom Ausfahrt bekommen und dann dürfen wir mit dem Metronom hinterherfahren. Aber der KI-Zug wechselt hier wieder rüber. Gut, das heißt, wenn der Metronom jetzt hier Ausfahrt bekommt, dann haben wir auch, sage ich mal, für uns wahrscheinlich ein am Vorsignal dann ein halt zeigendes Signal zu erwarten, weil ich schätze mal, wenn der Metronom vorbei ist, wird uns das natürlich wieder auf Halt umspringen. Können wir uns also mit der Ausfahrt auch Zeit lassen, weil da muss jetzt erst dann wieder mal der Signalblock danach frei gemacht werden, damit wir hier auch dann wieder ein bisschen zügiger weiterfahren dürfen. Das heißt, wir können uns mit der Ausfahrt hier dann einigermaßen Zeit lassen. Na, kommt dann noch was? Im Moment wäre nichts zu sehen. Aha, der Metronom hat Ausfahrt. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Normalerweise darf man ja auch nicht gegen ein haltzeigendes Signal anfahren und schon gar nicht überfahren. Das schaut mich wieder nach einem kleinen Bug aus hier. Ich schätze mal, dass das Signal umschalten hätte sollen und nicht das andere. Können wir mal zu uns reinspringen? Jupp, dann ist es genauso wie vermutet. Ausfahrt, Langsamfahrt und Halt erwarten. Das war ja nicht anders zu erwarten. Alles ist brav am Mitrollen, also ein bisschen mehr Leistung. Aber ich würde sagen, das reicht soweit. Zugbeeinflussung. Ach, brauchen wir nicht. Ist ja LZB geführt. Das sind jetzt die 750 Meter bis zum nächsten Signal vor. Dann ist der Kollege doch schon aus dem nächsten Block auch draußen.
Aber solange wir hier den Weichenbereich nicht verlassen haben, dürfen wir eh noch nicht auf die Streckengeschwindigkeit hochbeschleunigen, beziehungsweise auf die für uns gültigen 100. Jetzt habe ich doch glatt was vergessen. Mal kurz zwischenspeichern hier zur Sicherheit. Plausch oder bei der Arbeit. Klingt besser, wenn wir sagen, sie sind bei der Arbeit. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal hier ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Wagen hier aus dem Weichenbereich draußen sein. Der verlässt hier gerade den Abstellbereich. Ah, viel Platz ist zwischen der Weiche und diesem Prellbock aber auch nicht. Da brauchst du auch keine ausgewachsene Lok unter, würde ich sagen. Mehr hochbeschleunigen und schauen wir mal, ob der Metronom so schnell ist und den Block vor uns dann auch wieder freigibt. Wobei der dürfte mit einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern gut unterwegs sein und wahrscheinlich ein bisschen besser beschleunigen, der wir kein so hohes Gewicht am Haken hinten dran haben. Fährt im Endeffekt aber auch nur, sage ich mal, eine Trax-Lokomotive. Aus Schallschutzwänden durch. Das ist ja in der heutigen Zeit beim Bahnfahren auch nicht mehr so schön. Früher, wenn man halt noch klein war mit Eisenbahn gefahren ist, konnte man halt immer schön rausschauen. Ich verstehe das natürlich für die Anwohner, dass die natürlich auch den Lärmschutz brauchen und wollen, wenn man hier an so einer dicht befahrenen Hauptstrecke wohnt. Da ist es wahrscheinlich nicht gerade angenehm, wenn hier im 2-Minuten-Takt die Güter- und Personenzüge vorbeidonnern. Aber ich weiß es jetzt aus der Jugendzeit und aus der Jetztzeit im Vergleich, wenn man so die S-Bahn-Strecke von Dachau nach München einmal reinfährt, da sind ja links und rechts nur noch so Schallschutzwände. Früher kommt man halt da immer, wie man klein war und mit der 420er da mitgefahren ist, immer schön rausschauen und hat halt was zu sehen. Und heute, wenn man mit der S-Bahn da reinfährt oder was, das ist dann nichts außer Schallschutzwand links und rechts. Ist halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich verstehe das natürlich für die Anwohner, dass die hier froh sind, wenn es hier eine Lärmschutzdämmung gibt. Häuschen auf der Seite. Ist schon ein schönes Update geworden, auch mit dieser Deluxe-Variante von Hamburg-Hannover. So. Der Metronom wird ein bisschen langsam unterwegs. Noch
haben wir gute, naja, über 3 Kilometer Platz und Zeit. Können uns hier ein bisschen noch die Kühe auf der Weide anschauen. Und die Strohballen, die hier schon aufgerollt worden sind. Ja, ist der Block eh schon wieder frei. Mal schauen, ob wir hier wieder eine schöne Vorbeifahrt erwischen. Da steht uns jetzt zwar der doofe Oberleitungsmast ein bisschen im Weg hier. Aber das tut ja nichts zu der schönen Soundkulisse, würde ich sagen. Ist gerade noch mal was vorbeigefahren, oder? Und auch wieder ein Metronom, jawohl. Der hält uns zumindest nicht auf, der hält ja den anderen Kollegen auf. Schätze mal, dass der hier in Bienenbüttel auch Halt gemacht hat, um Passagiere aufzuladen, Fahrgäste mitzunehmen und Fahrgäste aussteigen zu lassen. Und deswegen der jetzt wieder die Blöcke vor uns ein bisschen verstopft. Eine schöne Sandkulisse über dieses kleine Brückchen hier bei dem Fluss. Hier links schaut es nach einem holzverarbeitenden Betrieb aus, oder? Nein, das ist ein Klärwerk oder sowas. Das ist eine Kläranlage. Hat zwar außen ein bisschen ausgeschaut, wie wenn da Baumstämme rundum liegen würden. Und da brettert gerade wieder ein Intercity an uns vorbei. Hätten wir laut LZB nur eine Geschwindigkeitsminimierung auf 140 in knapp 4 Kilometern. Nachdem wir aber ja sowieso noch maximal 100 fahren dürfen, ist das für uns eher ein bisschen zweitrangig.
Sag mir, haben wir nicht die 3x0 unten stehen? Kommt uns doch schon wieder was entgegen, würde ich sagen, oder? Mhm. Da wird wahrscheinlich auch wieder ein Güterzug unterwegs sein. RBH oder MRCE Dispo-Lok. RBH Doppeltraktion mit Containern hinten dran. Würde mal drauf tippen, dass der aus Maschen kommt und die Container aus dem Hamburger Hafen. Zu sehen die Ankündigung fürs nächste Vorsignal in 300 Metern, in 200 Metern, in 100 Metern und da haben wir das nächste Vorsignal. Das ist schon eine Menge Arbeit, wenn man so Streckenbau macht im Train Simulator, wenn man hier wirklich so Kleinigkeiten und alles aufstellen muss. Die Oberleitungsmasten allein, dann die ganzen Hektometertafeln hier mit den Abständen. Das ist schon eine Menge zu tun. Ich weiß das ja allein schon, wenn man das Ganze in Transportfieber wirklich mal detailgetreu und realitätsnah bauen will. Wenn man mit den ganzen Assets da rundum arbeitet und das wirklich alles sauber ausdekorieren will. Nur so ein paar Meter Gleise und alles sind gleich verlegt. Bis der Rest von der Infrastruktur passt, das dauert und dauert. So, und für uns geht es durch Deutsch-Ebern. Da hätten wir jetzt zumindest nur eine Geschwindigkeitsminimierung auf 60. Aber da kann man ja schon mit der E-Bremse mal ein bisschen anfangen. Alles gut, liebe Sivo, wir sind ja noch da und noch. So, da haben wir. Da würden die 60 stehen am Signal. Einmal runterbremsen hier für die Durchfahrt durch den Bahnhof in Lüneburg. Na, kommen wir da noch hin mit der E-Bremse. Ja, das wäre fast wieder eine Punktlandung. Sogar vorher schon. Okay, leichtes Gefälle. So.
So, dann rollen wir hier mal gemütlich mit 60 durch die Landen. Deswegen die 60. Da geht es für uns einmal durch die kleine Neben- oder Ausweichstrecke hier in Lüneburg, also nicht durch den Bahnhof direkt durch, würde ich mal schätzen. Deswegen hier auch nur die 60. Ganz rüber hier an diesem Abstellbereich und an diesem Gütebereich vorbei. So, dann können wir die Leistung auch gleich mal wegnehmen und die E-Bremse mal wieder anziehen, da das nächste Signal oder unser nächstes Vorsignal ein haltzeigendes Signal anzeigen wird oder halt erwarten. Und da die LZB umgesprungen ist, unten wieder auf 3 mal die 0. So, dann geht es hier auf dieses eingleisige Zwischengleis. Wieder der von vorhin, der uns jetzt sowieso die ganze Zeit schon blockiert hat hier. Jetzt dürfen wir neben dem auch noch stehen bleiben und müssen eben warten, bis der hier wieder weiterfährt. Vor zum Signal. Alles gut, lieber Computer. Da stehen wir noch passgerecht vorm Schön und genau da, wo wir sein sollen. Können wir hier den Metronom noch kurz bei der Ausfahrt zuschauen. Vielleicht weiß einer, was das jetzt hier genau für ein kleiner Nebenbahnhof ist, weil ich glaube doch, hier wäre dann der, nennen wir es jetzt mal Hauptbahnhof von Lüneburg. Warum der Metronom jetzt zum Beispiel nicht hier stehen geblieben ist, sondern eben auf diesem, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Nebenbahnhof. Jetzt haben wir denn hier die Gleise 1, 2, 3, da sind sie angeschrieben, und Gleis 4 und 5. Hier steht mal gar nichts dran. Und für uns geht es schon wieder weiter. Zumindest bis zum nächsten haltzeigenden Signal. Haha. Aber munter weiter. Vielleicht ist ja unser Metronom wieder ein bisschen flott unterwegs hier. Gibt uns den nächsten Signalblock auch gleich wieder frei. Im Moment dürfen wir eh nicht schneller fahren wie 60.
oder in knapp einem Kilometer nur wieder 0 und dann doch wieder 60. Also würde ich sagen, machen wir hier eine gemütliche Anfahrt. Geht da sowieso nur eingleisig durch. Schaut ja aus, wenn man hier so mit dem großen Güterzug jedoch so eine kleine Nebenstrecke durchwuseln würden. Ja, der Block ist ja auch wieder frei dann vor uns. Können wir also jetzt hier mal gemütlich mit 60 weiterrollen, bis wir wieder auf der Hauptstrecke draußen sind. Hier für eine Anzeige, dass das Gleis links hier dann ohne Oberleitungen bzw. Vordraht wäre. Das wäre für uns schlecht, wenn die Weiche falsch gestellt gewesen wäre. Nach rechts, dann sind wir wieder im normalen Gleis. Können wir mal einen Roadrunner nehmen. Da links sogar ETCS bei diesem Gleis. Und Weiche passiert und weiter geht's. Schon wieder ein bisschen weiter frei geworden. Also ist der Metronom noch ein bisschen schneller wie wir. Apropos, das ist kein Metronom, das ist TX Logistik. Leere Autotransporter. Gut, da haben wir jetzt noch gute 25 Minuten bis zu unserem Zielbahnhof in Hamburg-Harburg in gut 34,5 Kilometern. Leistung aufschalten hier nochmal, damit wir ein bisschen zügiger hochbeschleunigen hier. Auf der Straße neben uns dürfen sie 80 fahren, hier dürfen wir zumindest 100 fahren.
Radovic kommt als nächstes Bötchen auf uns zu, wo wir durchfahren. Oder muss ein Kollege ja wegen uns sogar schon mal warten, oder ist der hin abgestellt? Jetzt vielleicht noch ein bisschen langsam unterwegs, wenn er hier einen vollbeladenen Kohlezug hat. Nur der ist leer. Eine 185er, oh, eine Kollegin. Und da heißt es doch immer Ladies First. Tja. Einen kleinen Schobi als Fahrdienstleiter. Kollege ICE1, hallo. Das hat ihr jetzt scheinbar gehört. Hat er gleich gesagt, wenn wir ihn so beleidigen, dann lasst uns auch mal wieder irgendwo stehen. Denen geht es auch hier gut auf der Futterweide. Bremst uns der Metronom wieder ein bisschen ein? Na, doch nicht mehr. Dann doch wieder. Jetzt machen wir trotzdem immer schöne Streckenbilder, würde ich sagen. So schön gesehen, wenn man das Signal dann passiert hat, dass es eben von Fahrt auf Halt steht oder umschaltet. Was haben wir denn schon wieder für eine Störung? Sind wir wieder im Funkloch vom Zugfunk? Da wird der Metronom auch wieder hier einen Radbruch Halt gemacht haben für die Fahrgäste. Kurz nochmal zwischenspeichern hier. Das ist jetzt heute dreimal auf Holz geklopft, noch kein Dump gewesen. Aber man soll es ja nicht erwähnen, weil sonst passiert es ja immer gleich. Haltepunkt hier mit den versetzten Bahnsteigen. Das ist auch mal eine scharfe Rechtskurve hier bei der Straße. Und
Das könnte jetzt eine normale Geschwindigkeitsanpassung sein. Na, jetzt muss man sogar stehen bleiben wieder. Bisschen raus und lassen wir ein bisschen rollen. Schauen wir mal, ob uns der Gott der LZB gnädig ist und uns wieder den Fahrweg ein bisschen besser freigibt. Schaut aber nicht so aus. Und speisen wir hier mit Umwelt zuliebe ein bisschen Strom zurück in die Oberleitung. Nachdem wir jetzt schon immer die angekündigte Geschwindigkeit gesehen haben für die 80, stellen wir die AFB einfach mal auf die 80 ein und lassen wir jetzt ein bisschen rollen. Leistung aufschalten, damit wir die 80 erhalten. Dann haben wir wieder ein Metronom unterwegs. Nach Winsen dürfen wir ja scheinbar noch durchfahren. Wird wahrscheinlich jetzt auch diese ständige Geschwindigkeitsänderung sein, weil der Metronom vor uns hier in Winsen hier wieder Halt gemacht hat. Mit den 80 glaube ich würde zu weit passen. Ist das eine 189er MRC E-Disc-Block? Nein, eine 185er, oder? Würde ich mal sagen. Mit Containerchen wieder dran. Der macht mir CLV, mir macht mal QLV, der macht Containerlastverkehr. Ja. Kleiner Scherz am Rande, ja. Hieps und schon wieder dreimal die Null. Liebe LZB, was sollen wir denn jetzt machen? 80 fahren, 0 fahren, 100 fahren? Im Moment sind wir bei 80.
Das sind aber mal eine Menge Schrebergärten hier. Und hinter den Schrebergärten ein Minzbonbon. Ist das, na, was ist denn das? Eine 100, eine 140er ohne Überführungsfahrt. Oh, das war jetzt ein bunt gemischtes Sammelsurium an Waggons und Loks noch hinten mit dran. Und vorne, das müssten 140er gewesen sein. Da wäre die Ankündigung für die 80 gewesen am Vorsignal. Aber die haben wir ja eh schon. Kommt da vielleicht eine etwas schärfere Kurve? Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, da fehlt mir jetzt wieder ein bisschen die Streckenkenntnis. ETL. Oh, da jede Menge Container nun transportiert. Er wird auch wieder frisch aus Maschen ausgefahren sein. Und auch für uns geht es hier wieder nach rechts rüber. Ist ein bisschen ganz schön schnell mit 80 über die Weiche drüber. Dürfen wir dann wieder 120 fahren. Das können wir uns aber schenken. Die kurze Beschleunigung wird sich nicht auszahlen, würde ich sagen. Wir haben eh knapp nur 2 Kilometer. Ankündigung für die 80. Es ist so gemütliches Rolling jetzt im Moment. Im Moment sind wir mehr eine gemütliche rollende Landstraße, würde ich sagen. Ah, stimmt nicht, ist schon klar. Oh, Vorsignal Wiederholer. Auch wieder die 80. So, jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt hier rechts oder links weitergeht. Dann bleiben wir rechts.
müsste jetzt auch die Einfahrt in den Güterbahnhof von Maschen sein. Das war das Ende der LZB. Bestätigt mit PZB. Normalerweise müsste jetzt dann die Lok wieder von PZB auf LZB, von LZB auf PZB umschalten. Das nehmen wir mal weg, weil das Signal würde heißen, wir müssen stehen bleiben. Ich bestätige es jetzt einfach einmal mit PZB wachsam. Aber wenn wir noch nicht umgeschaltet haben, geht hier weiter. Und das ist nur wieder dieses Problem, das ich meistens habe, wenn sich LZB ausschaltet und du fährst mit der AFB, ist der AFB jetzt auf 0 unten oder du kannst ihn nicht hochregeln. Jetzt geht's wieder. Haben wir zwar eh nicht, aber dann kannst du mal keine Leistung aufschalten. Ich dachte mir, das Signal hätte angezeigt Halt erwarten, aber dem ist nicht so. Dann fahren wir 10 Minuten mit den 80 weiter, würde ich sagen. Für uns geht es dann vorbei am wohl berühmtesten Rangierbahnhof. Da ist eh nicht so viel abgestellt heute, würde ich sagen. Ziemlich leer. Dann können wir zur Sicherheit noch mal kurz speichern, bevor uns zum Ende noch was passiert. Na, da kann man gleich ein bisschen mehr Stoff geben. Fort erwarten. Da dürfen wir sogar auf 100 hoch beschleunigen. Hier ein Blick links rüber nochmal nach Maschen. So, nochmal Intercity.
Diesmal sogar mit der Lok voraus und nicht mit dem Steuerwagen. Und dann kann man schon wieder die E-Bremse in Betrieb nehmen. Da kommen wir ja an der Langsamfahrt mit 60. Die E-Bremse jetzt mal nicht reichen, müssen wir zumindest unter die 70 schleunigst kommen, damit uns hier nicht die wieder eingeschaltete PZB in die Suppe spuckt. So, einmal die 60 erreicht. Lassen wir mal gemütlich rollen, würde ich sagen. Das heißt jetzt auch noch wieder Langsamfahrt. Die 60 haben wir ja. Vorsignal unter der Brücke drinnen. Im Moment kann man es, glaube ich, gut rollen lassen nochmal. Ein bisschen Leistung kann man ja mal aufschalten, damit wir die 60 zumindest schön einhalten. Drüber gewechselt. Ist bestätigt. So, links wird es wieder rüber gehen ohne Vorderrad. Dann rollen wir ja schön langsamer mit unserem Endpunkt entgegen, mit unserem Walter KLV-Zug. Schöne dieses Überwerfungsbauwerk. Ist das dieses Umgebaute, das jetzt dann auch für die Strecke nach Bremen notwendig oder zuständig ist? Ich habe da mal im YouTube einmal etwas gesehen, dass er auch umgebaut worden ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht kann das ja auch mal kurz jemand schreiben. So, dann haben wir einen Vorsignalwiederholer. Und dann können wir hier schon mal wieder die E-Bremse in Betrieb nehmen, weil das nächste Vorsignal zeigt uns Halt erwarten an. Das wäre ja dann schon unser Zielgleis und ab hier dürften wir eigentlich nur noch 30 fahren. Zumindest
sind wir einmal unter den 40, aber am Signal oben, glaube ich, stand 30. Zudem müssen wir jetzt sowieso dann ein bisschen oder nochmal mit der E-Bremse runter auf die 25 für den letzten Kilometer. Das müsste doch eigentlich heißen, ja, gerade noch gesehen, der Zwerg war nämlich auf Rot. Da haben wir uns gerade mit der Tab-Tabulator-Taste noch die Signalfreigabe beim Fahrdienstleiter eingeholt. Wir dürfen auf dem Gleis neben dem Kollegen mit der 151er Doppeltraktion Platz nehmen, sozusagen. Schön leise, so eine 185er. Eine Silent Lok mit Flüsterwaggons. So weit haben wir ja nicht mehr. Ich hoffe, dass euch die Fahrt hier in den beiden Teilen von Amicia gefallen hat. Haben wir das Ganze ja einigermaßen gut abgearbeitet, ohne Zwangsbremsungen. Das soll jetzt die SIFA nicht auch noch ändern auf die letzten paar Meter, würde ich sagen. Die Aufgabe verlinke ich euch gerne wieder in der Videobeschreibung. Könnt ihr sie dann gerne nachfahren, macht wirklich Spaß. Wie gesagt, wenn, dann müsst ihr heute im Train Simulator 2019 Hamburg-Hannover Deluxe in der 32-Bit-Version spielen, aber läuft ja scheinbar auch gut durch ohne Dumps. Oh, da vorne steht schon der Kollege, der uns wahrscheinlich ablösen wird hier und den Zug weiterbringt. Schade, denn auf die Uhr sind wir eben nicht pünktlich gewesen. Das glaube ich ja doch nicht. So, und damit sind wir hier zum Stillstand gekommen. Können unseren Zug hier dem Kollegen übergeben, der ihn dann nach zum Skandinavien Kai weiterfahren wird. Ich verabschiede mich von euch schon mal an dieser Stelle. Hoffe, dass euch die Fahrt hier gefallen hat. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns hier zu einem meiner nächsten Videos auf meinem Kanal wiedersehen würden. Verabschiede mich von euch. Wünsche euch alles Gute, euer Maverick. Und hier haben wir das Szenario abgeschlossen. Da du ab morgen Urlaub hast, übernimmt ab hier ein Kollege den Zug. Genieße den Urlaub und bis zum nächsten Mal. Gruß Amicia.